Oliver Hardy als Hoteldetektiv. Und damit man ihn nicht erkennt, hat er einen Laken um. Höchste Zeit, denn Laurel kann sich die Leute kaum noch vom Hals schaffen. Lass bloß das Schießeisen stecken, das hat man nicht gern, wenn's unter der Bettdecke knallt. Aber Gott sei Dank, Laurel ist nochmal mit dem blauen Auge davongekommen. Im nächsten Jahr, 1927, ist das Komikerpaar Laurel und Hardy geboren. Man kann heute noch sagen, Hut ab vor diesen Komikern. Hut auf. Hut ab, bitte. Hut auf, habe ich gesagt. Hut ab vor dieser Kopfarbeit. Kommen Sie. Jetzt Hut ab. Danke. Und dann kam der Film, bei dem zum ersten Mal die Namen Laurel und Hardy groß auf der Leinwand erschienen. Onkel Hardy hat seinen Neffen aus Schottland gerade vom Dampfer abgeholt. Aber dem guten Onkel ist der kniefreie Neffe mehr als peinlich. Geh 10 Schritte hinter mir, sonst denken die Leute noch, wir sind verwandt. Da, unser Schottenröckchen findet auch an anderen Röckchen gefallen. Der kleine springt ins Feld. Nanu, wo ist er denn hin? Ach du liebes Bisschen, als ob die Leute noch nie einen Herrn im Plissé-Rock gesehen haben. Hörst du wohl? Nun gehst du mir aber nicht mehr von der Seite. Pass auf, da kommt der Entlüftungsschacht von der U-Bahn. Da! Ach, war das schön. Onkelchen, darf ich noch mal? Und was nun die alte Frage betrifft, ob ein Schotte was drunter hat, er hat. Nein, er hatte. Aber vor lauter Niesen merkt er nicht, was ihm da zu Füßen liegt. Sich der nächste Entlüftungsschacht. Ja, meine Damen, müssen Sie denn auch überall hingucken? Und jetzt dämmert's auch unseren beiden. Letzte Hose, du entschwandest. Wieder in Ordnung. Nur was sagt man? Unser kleiner Springinsfeld hat schon wieder angebissen. Und Onkel weiß nicht, was er tun soll. Junge, komm bald wieder. Ist doch unglaublich, was dieser Neffe für Wind macht mit seinem kurzen Hemde. Na, der kann was erleben. Der Schottenhammel. So, und jetzt fahren wir mit dem Bus weiter.
Der Bus ist noch ein altes Modell. Oben ohne. Aber hier fallen Schotten nicht so auf. Da kommt schon der Nächste. Nun lass mal deinen Onkel sitzen, der hat das bessere Sitzfleisch. Nein, dieser springt ins Feld. Jetzt hat er schon wieder was fürs Herz entdeckt. Was haben denn die Leute, denkt Hardy? Na, da wollen wir mal lieber Tuchfühlung mit dem Neffen nehmen. Komm, setz dich. Sagen Sie mal, was fällt Ihnen denn ein? So ein alter Mann und läuft im Dirndl rum? Onkelchens Ärger wird immer ärger. Sag mal, was ist das für eine Art, jeder Dame nachzuhopsen? Pass mal auf, wie man das als Kavalier macht. Schottischer Brauch, sagt Sten Lauren. Nein, 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 nein. So, und jetzt werde ich dir mal zeigen, was ein alter amerikanischer Brauch ist, Dummnase. Später kommt der neue Laurel und Hardy-Film heraus. Diesmal spielen sie Lohndiener. Sie sollen bei Familie Neureich servieren helfen. Schlag doch einer lang hin, sagt Oliver Hardy. Die Dame des Hauses isst Obstsalat. Hopsala, Frau Neureich. Ja, mit der Kirsche ist nicht gut Kirschen essen. Und hier der Hund des Hauses. Der denkt sich, wenn es die Gäste tun, warum soll ich nicht auffressen? Hören Sie mal, fußen Sie mit mir? Nein, ich dachte, Sie fußen mit mir. Du dumme, dumme Kirsche. Du kriegst gleich eins mit dem Löffel hinter die Löffel. Ah, nun kommt die Torte. Reine Schlagsahne mit Bananencreme auf Biskuitteig. Man muss schon sagen, mit dieser Torte hat der Konditor den Vogel abgeschossen. Abgeschossen. Thank you.
Also das Beste ist in solchen Fällen, man tut, als ob gar nichts geschehen wäre. Hauptsache Ruhe bewahren und auf dem Teppich bleiben. Da schlag doch einer lang hin. Ins Fettnäpfchen getreten. Diesmal ist denn Laurel dran. Warum auch nicht? Die Bananenschale ist schließlich für alle da. Können Sie sich nicht vorsehen? Jetzt haben Sie mir einen Fleck auf den neuen Anzug gemacht. Ausgerechnet Bananen. Mal Ihre Serviette. Na, also typisch Neureich. Sie können doch nicht Ihre Mayonnaise an meinem Hemdzipfel abwischen. Wenn das nun jeder machen wollte. Na, Gott sei Dank, es war noch eine Reservetorte da. Reine Schlagsahne mit Bananen. Und da liegt die Bananenschale. Wenn das nur gut geht, man kann gar nicht hingucken. Also, rein kosmetisch gesehen soll Sahne ja gut für die Haut sein, reinigt die Poren, aber alles zu seiner Zeit. Los, verschwinde, hol die nächste Torte. Ich übernehme hier so lange das Kommando. Los. Höchste Zeit, dass man die Gäste auf Vordermann bringt. Hinsetzen. Und kein Mucks mehr. Ich habe hinsetzen gesagt. Die nächste Torte. Nun kann ihm keiner mehr an den Wagen fahren. Frau Neureich scheint einen kleinen Wunsch zu haben. Kommen Sie doch schon. Der Kampf mit der Tollkirsche ist immer noch unentschieden. Madame? Nächste Runde, Madame. Gestatten, gnädigste, dass ich Ihnen den Kopf zurechtsetze? Ja? Nein! Lassen Sie das. Servieren Sie lieber den Salat. Aber so wie er ist, ohne jede Aufmachung. Verstanden? Den Salat kann Stan Laurel vorbereiten. Jetzt gibt's erstmal einen Schlag Suppe. Aber leider sind die Stuhlmöbel Stilmöbel. Meine Frau, darf ich mal da unten bei Ihnen mit dem Teller durch? Vielleicht geht's von oben. Ein spannender Moment. Eine spannende Hose. Das Band zerrissen und du bist frei. Ja, was ist denn? Wollen Sie nicht weiter servieren? Eine Bedienung ist das. Jetzt reißt mir aber langsam die Geduld. Mir ist ganz was anderes gerissen. Und nun bringt Laurel wie befohlen den Salat. So wie er ist, ohne jede Aufmachung. So, ein Blättchen für Fati. Ein Blättchen für die gute Tante. Ein Blättchen für den guten Onkel. Ein Blättchen für die andere Tante. Halt, das waren zwei Blättchen. Nein, jeder kriegt nur eins, sonst reichen wir nicht. Ein Blättchen für den Hausherrn. Ah.
wunderschöner Abend. Und was machen wir jetzt damit? Ich weiß, ein nettes kleines Restaurant. Oh. Berühmt für seine Lasagne, hm? Eine Kreation des Hauses? Mit frischem Hackfleisch und Knorr-Kreation. Lasagneblätter, zwei feine Soßen, Parmesan. Ich nehme die Lasagne für zwei. So. Wollen Sie sich nicht zu mir setzen? Und Ihr Mann? Knorr, Essen mit Lust und Liebe. Gleich wird es ein paar dicke Tränen geben. Töre! Hallo Kinder, hier ist euer Lieblingselefant Benjamin Blümchen. Ich bin doch Filmstar geworden und alle meine Filme laufen jetzt bei... Kinder, seht ihr mich überhaupt? Hallo! Tja, Benjamin, die Kinder können dich wirklich nicht sehen, denn sie haben noch keinen Schlüssel. Fernsehen war gestern. Heute ist Premiere. Was können Sie heute für 29.600 Mark erwarten? Der Volvo 460. Warum sollte man sich mit weniger zufrieden geben? Jetzt informieren. Fenty 40. Denn Haut ab 40 stellt andere Ansprüche. Fenty 40 regeneriert Ihre Haut nachweisbar und lässt sie frischer aussehen. Mit Elastin, Bayer und Kollagen. Fenty 40. Die Wirkkosmetik für die Haut ab 40. Autsch! Heiß. Autsch. Kalt. Autsch. Süß. Häufig die Ursache? Empfindliche Zähne. Nehmen Sie täglich Sensodyne. Fragen Sie Ihren Zahnarzt. Sensodyne, medizinische Zahncreme für schmerzempfindliche Zähne. Gut, dass er gleich das stärkste Aspirin nahm. Aspirin Forte. Seine Kopfschmerzen sind weg. Er fühlt sich wieder wohl. Aspirin Forte, das stärkste Aspirin. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Trübe Stimmung im Paradies? Tja, manche Boy-Girl-Windeln schützen eben nicht genügend vorm Auslaufen. Aber zum Glück hat Loves eine neue Idee. Speziell bei Loves Boy das neue elastische Taillenband und extra für Girls 5 elastische Bündchen an den Beinen. Paradiesisch, denn so kann praktisch kaum noch was auslaufen. Und niedlich sehen sie aus. Blaue Streifen für Jungen und für Mädchen rosa Blümchen. Loves, die erste Boy-Girl-Windel. Großer Auslaufschutz für den kleinen Unterschied. Was ist denn los? Ich krieg gleich Gäste und mein Pizzateig ist nichts geworden. Ach, keine Panik. Damit machen wir schnell einen neuen. Mondamin Fixteig für Pizza und Gemüsekuchen. Der gelingt ganz fix. Nur Wasser oder Milch dazu. Kneten, ausrollen, fertig. Und jetzt nach Herzenslust belegen. Wow, schmeckt spitze. Tja. Oh je. Leckere Pizza oder Kuchen im Handumdrehen mit Fixteigen von Mondamin. Kann man 40 Grad Wäsche Kochwasch sauber waschen? Ach, Rotweinsauce, na bravo. Ab in die Kochwäsche? Keine Chance. Aber mit Ariel Ultra kriege ich's Kochwasch sauber, sogar bei 40 Grad. Ja, das Öko-Säckchen bringt Ariel Ultra bis zu 25% mehr Waschkraft und wäscht auch hartnäckigen Schmutz gründlich raus. Ist doch ultra stark, ne? Ariel Ultra wäscht mehr als sauber, ultra rein. Das ist meine Haut und das ist die Melitta-Filtertüte. Beide haben etwas gemeinsam. Die Haut hat feine Poren und die Filtertüte auch. Durch die Poren kann die Haut atmen. Durch die Aromaporen in der Filtertüte geht der Kaffeegeschmack durch. Ganz durch. Beides umwerfend, beides beeindruckend. Ich bin von der Haut und von der Filtertüte echt begeistert. Aber ich nehme Melitta. Ich bin noch kein Menschenfresser. Melitta macht Kaffee zum Genuss. Nichts entgeht Agfa. Der Film, der die feinsten Farbtöne und jedes kleinste Detail einfängt. In High Definition Color. Jetzt mit noch schärferen Farben beim neuen Agfa Color 100. Nichts entgeht Agfa.
Ich heiße Max Müller, bin Müller und stehe auf alles, was knusprig ist. Bei Knusperjoghurt von Müller malen sogar meine Zähne. Alles Müller oder was? Ja, das Wandern ist des Müllers Lust, der Mistkerl. Als ich noch seine schöne Müllerin war, da hat er lieber an mir geknuspert. Knusperjoghurt, alles Müller oder was? Morgens sind die meisten Menschen frisch, aber bei vielen verfliegt die Deo-Wirkung mit den Stunden und damit die Frische. Das neue Credo Plus mit lang anhaltendem Frischefluid ohne Alkohol. Das neue Credo Plus hält frisch bis zum Schluss. Natürlich kann ich ganz gut Kaffee alleine trinken. Nur beim Melitta-Kaffee mit dem Namen Milde Harmonie, da denke ich oft, schöner wär's zu zweit. Sich beim Kaffee trinken in die Augen schauen. Wie? Schon wieder eine Fernsehzuschauerin, die heimlich mittrinkt. Melitta macht Kaffee zum Genuss. Ein Blättchen für die Mutter. Nein, Mutter hat schon wieder ihr Visier runter. Hilfe schreit die Gastgeberin und Oliver Hardy. In seiner mitreißenden Art stürzt ihr entgegen. Ach, pfui, schämen Sie sich nicht? In Unterhosen? Nachher bringen Sie noch Äpfel im Schlafrock. Hardy will seinen Freund wenigstens notdürftig bekleiden und beginnt nun seinerseits mit der Striptease-Nummer. Hallo? Aber der Gastgeberin kann man anscheinend nichts recht machen. Sowas nennt sich Dolce Vita. Das süße Leben. 1927 drehten Laurel und Hardy mit anderen Komikern einen Film, der in einer Klapsmühle spielt. Das heißt, mehr im Garten. Im Irrgarten. Ein verrückt gewordener Radiosprecher hat sein Mikrofon hingehängt und Charlie Chase ist ganz begeistert. Er findet das Mikrofon zum Anbeißen. Der kleine Laurel leidet an Größenwahn. Er hält sich für Wilhelm Tell. Er will unbedingt dem Tellknaben Hardy den Apfel vom Kopf schießen. Oh, das ging ins Auge. Hardy ist ein typischer Fall von Managerkrankheit. Selbst im Sanatorium will er noch weiterschieben. Ah, jetzt gibt's wohl was zu essen. Denn ich fress einen Besen, wenn die nicht ihre Besen fressen. Charlie Chase übrigens, einer von den Irren eben, spielte auch eigene Komödien. Hier wartet er auf seine Braut, die gerade mit dem Dampfer nach Amerika zurückkommt. Ah, da ist sie ja. Nein, das ist sie nicht. Das ist eine andere Dame, die sucht auch jemand. Übrigens eigenartig. Gerade an Dampferanlegestellen stößt man manchmal auf nette Leute. Oh, tut mir leid, Gnädigste. Oh, ja. Aber Sie sollten sich mal einen neuen Koffer kaufen. Ihr Schnappschloss schließt nicht mehr richtig, sonst dürfte doch nicht gleich der ganze... Oh, der schöne Puder. Schade, dass ich keine Schippe bei mir habe. Nur keine Ungeduld, der Schaden ist schon behoben. Oh, aber wie gesagt, Ihr Schnappschloss schließt nicht mehr richtig. So, darf ich bitten? Und nun muss ich mich leider verabschieden, sonst vermisse ich noch meinen Pass. Sonst verpasse ich noch meine Miss. Hallo, Schatzi, da bist du ja! Ja, wie ich vorhin schon sagte, Ihr Schnapsloch schnappt nicht. Sie müssen sich mal einen neuen Koffer. Oh. Natürlich, Sie haben ja recht. Das geht mich nichts an. Was mische ich mich auch in fremde Koffer? So, nun ist alles wieder drin im Koffer. Moment mal,
Wo habe ich denn meinen Hut? Ich muss meinen Hut zwischen ihr kleines Nachthemdchen gesteckt haben. Da bist du ja, du liebes Verbeultes. Ich würde mich ja gern revanchieren, aber meine Schuhe sind nicht spitz genug. Halt, ich weiß was Besseres. Und wenn Sie sich jetzt einen neuen kaufen, achten Sie auf das Schnappschloss. Einen schönen Sonntag noch. Na, endlich haben Sie sich gefunden. Auch der Taxifahrer freut sich. Er hat gerade seinen Führerschein gemacht. Ja, schon wieder. Und auch noch eifersüchtig. Schnell, ausgucken, ersten Gang rein. Was muss ja auch da stehen, die dumme Gans. In diesem Film geht es um richtiges Geflügel. Hier haben wir den preisgekrönten Farmer mit seinen Prachthühnern und Preispokalen. Kein Wunder, denn bei seinem Nachbarn bekommt selbst ein blindes Huhn noch ein Gerstenkorn. Kaum hat er was gesät, schon ist es weg. Aber das kann doch einen Sämann nicht erschüttern. Kleingärtner Max Davidson hat kein leichtes Leben. Dauernd gibt es mit dem Nachbarn ein Hühnchen zu rupfen. Ganze Geschwader gehen zum Tiefangriff über. Aber wartet man. Ein Huhn wird vom Feindflug nicht zurückkehren. Wer frisst, wird gefressen. Unglücklicherweise ist es Emma mit der Goldmedaille. Aber Max kann kein klagendes Hühnerauge sehen. Er lässt das Huhn leben. Nun hat ihm der Nachbar eigentlich nichts mehr vorzuwerfen. Höchstens nachzuwerfen. Vom Geflügel zur Pferdezucht. Der Rennstallbesitzer kann lachen. Er ist reich, er hat das beste Pferd im Stall, alles fliegt ihm nur so zu. Nur das Personal lässt zu wünschen übrig. Oliver Hardy ist völlig ungeeignet als Gaulleiter. Zufällig hören unsere beiden eine sensationelle Neuigkeit. Blue Boy, der blaue Page, ist gestohlen worden. Moment mal, Blue Boy, das ist doch das Pferd, das bei uns in der Lehre ist. Und die Belohnung ist ausgesetzt. Die werden wir doch nicht anderen Leuten überlassen. Die holen wir uns selber. Hier ist nun der richtige gestohlene Blue Boy, der blaue Page von Gainsborough. Und hier haben wir auch die tüchtigen Detektive, die das Bild wieder aufgestöbert haben. Der Millionär, dem das Bild gehört, kann sich freuen. Hallo? Ist dort der Herr Millionär persönlich? Wir haben Ihren blauen Pagen wieder. Los, her mit dem Bild!
Inzwischen haben Laurel und Hardy den vierbeinigen blauen Pagen angebracht. Der Millionär ist noch beim Anziehen. Er ist ein armer Millionär. Er hat überhaupt keine Angestellten. Deshalb muss er den Schlüssel runterwerfen, damit sie den blauen Pagen ins Haus bringen können. Was denn, ins Haus? Ja, wohin denn sonst? Natürlich ins Haus. Okay, wird gemacht. Millionäre soll man nicht reizen. Meine Güte. Die schöne Venus von Milovic. Aber die Dame kriegt man schon wieder zusammen. Bravo, Hardy. Dank im Namen der Aktion saubere Leinwand. Naja, ein schöner Rücken kann auch vorn entzücken. Der Millionär ist immer noch nicht mit Anziehen fertig. Hallo, stellt den blauen Pagen auf den Flügel. Habt ihr verstanden? Der macht einen ganz verrückt. Auf den Flügel. Man weiß ja kaum mehr, wo hinten und vorn ist. Aber gut, soll er seinen Willen haben. So eine Studie macht sich vielleicht ganz nett als Nipsfigur. Na nu, hat er nicht eben was gewährt? Ich höre immer Viren. Der verfluchte Whisky gestern. Kommt Muttermillionär mit den beiden Detektiven.
Sie bringen den anderen blauen Pagen, der nicht mal wehren kann. Ruhig mal, da kommt jemand. Na, der wird jetzt eine Überraschung erleben. Au ja, Bescherung wie Weihnachten. Dem Millionär ist die Sache völlig unklar. Den blauen Pagen gibt's nur einmal. Und da steht er. Was zum Teufel habt ihr gebracht? Gar nichts haben wir zum Teufel gebracht. Wir wollten nur unserem kleinen Vierbeinerli mal ihre hübsche Wohnung zeigen. Unser Millionär versteht keinen Spaß. Welcher Millionär tut das schon? Von einem Pferd lässt sich doch so ein Mann nicht veräppeln. Vorsicht, das wertvolle Bild! Ein großer Maler, dieser Gainsborough. Das Gesicht wird direkt plastisch. Vom Pferd zum Heuschnupfen ist ein kleiner Weg. Wer in öffentlichen Verkehrsmitteln an Heuschnupfen leidet, der der hat nichts zu lachen und seine Mitmenschen erst recht nicht. Nun könnte man sich ja ein Taschentuch vorhalten, aber die Leute sollen ruhig ihr eigenes nehmen. Sehen Sie, das war ein Fehler. Jeder Arzt wird Ihnen sagen, dass die kleinen Strohfasern, die beim Zerbrechen eines Hutes unvermeidlich sind, beim Atmen in die Nase kommen. Und dadurch den Heuschnupfen nur noch verschlimmern. Aber wahrscheinlich ist der Mann kein Arzt. Man könnte eher annehmen, er hat ein Hutgeschäft. Unser Meister Nieser liest den Leitartikel, obwohl er nicht so aussieht, als ob er das Pulver erfunden hat. Das schöne Taschentuch. Das waren aber auch mindestens drei Etüden. Charlie will nicht, dass sich noch mehr anstecken. Was denn? Sie auch? Moment, ich helfe Ihnen, Sie kleiner Keimträger. Charlie ist entschlossen, dem anderen das Leben zu retten und wenn er ihn dabei umbringen müsste. Betätigen sich jetzt als Bauunternehmer. Spezialität? Wetterfeste Eigenheime. 3 Jahre Bauzeit, 1 Tag Garantie. Bestellen Sie noch heute ein Haus bei uns, auch wenn es Ihnen morgen einfällt. Denken Sie an uns. Der
Der Bauherr bietet den beiden eine Prämie, wenn sie den Termin einhalten. Klar, wir haben noch jeden Gerichtstermin eingehalten. Direkt neben der Baustelle ist ein Hospital mit dem Schild Größte Ruhe. Die Oberschwester macht beim zuständigen Wachtmeister Krach, weil nebenan so ein Krach ist. Dauernd wachen mir die Patienten auf und ich habe die Arbeit. Alle Wachtmeister muss auch dieser erst seine angeborene Schüchternheit überwinden. Hört mal, Jungs, wenn ihr schon Krach machen müsst, macht ihn leise. Nebenan ist eine Reparaturanstalt für Schlaflose. Die ist wütend vom Scheitel bis zur Sohle. Musst du auch alles rumliegen lassen. Die teuren Nägel. Drei sind schon kaputt. Laurel denkt, da hat mich doch einer auf die Schippe genommen. Und was denkt Hardy? Oh, Sole mio. Aber meine Herren, ich habe Sie doch so gebeten, leise zu sein. Auch die barmherzige Schwester wird jetzt unbarmherzig. Wer ist hier der Bauführer? Da steht mein Führer. Schönen guten Morgen, liebe Schwester. Aber Schwesterchen hat keinen Sinn für feines Benehmen. Ich warne euch. Ich habe schon ganz andere auf den Friedhof gebracht. Thank you.
Endlich kann die Arbeit wieder weitergehen. Zeit ist Geld und als Bauarbeiter lebt man doch von der Hand in den Mund. Schade um die schönen Nägel. Laurel setzt nicht nur Fenster ein, er setzt beinahe sein Leben ein. Denn dieses Fenster fällt sehr aus dem Rahmen. Jetzt könnte man es direkt als abstraktes Kunstwerk ausstellen. Jetzt nicht mehr. Hardy kann wieder den Mund nicht voll genug kriegen. Armut soll ja Eisen sehr gut sein. Laurel hat keinen Sinn für den armen Schlucker. Aber jetzt zeigt es sich, dass Hardy Nägelbauch hat. Wer macht hier Krach? Wenn du mir nicht die Fußbank weggenommen hättest, wäre ich lautlos wie ein Mäuschen vorbeigekommen. Nämlich so. Kleinholzknacker! Der Anti-Lärm-Liga sollte man nicht melden! Und sowas nennt sich Freund und Helfer. Und da kommt schon wieder Schwesterchen. Ach, Schnauze! Sie sind an allem schuld! Sagt das blaue Auge des Gesetzes.
endlich ist der große Tag gekommen. Das Haus ist fertig. Und der Besitzer zahlt die versprochene Prämie. Aber der erste Vogel, der sich auf den Schornstein setzt, ist ein Pechvogel. Bekanntlich zerfällt ein Fertighaus in zahlreiche Bauelemente, die wiederum in viele Einzelteile zerfallen. Der Bauherr verlangt sein Geld zurück. Aber das kommt natürlich nicht in Frage. Wir haben ihn das Haus hingesetzt und da sitzt es. Es ist die alte Sache. Bauherren sind nie zufrieden und meist greifen sie dann zu unsachlichen Argumenten. Schwesterchen hat ihren Laden dicht machen müssen. Seit das Haus fertig ist, konnten die Patienten die Ruhe nicht mehr ertragen. Zweifel sind Steine ein solideres Material als Holz, denn Holz, besonders wenn es größeren Belastungen ausgesetzt wird, gibt nach. Und der Besitzer dürfte schwer einen Käufer finden für diesen verfahrenen Bau. Aber doch einer gefunden. Max Davidson mit seiner Familie zieht gerade ein. Und die Nachbarn schließen Wetten ab, wann er wieder ausziehen wird. Die Haustür will nicht. Aber dann zeigt sie sich sehr entgegenkommend. Auch der Knopf muss wohl neu angenäht werden. Na nun, 2 × 13, das sind ja 26. Na bitte, die klügere Tür gibt nach. Auch wenn es die Nachbarn nicht glauben wollten. Na, was habe ich gesagt? Ist das ein Haus? Erstmal Licht machen. Geht nicht. Doch, im Nebenzimmer. Komische Anlage. Vorne klipst man und hinten brennt's. Man soll nicht Elektriker werden, wenn man so eine lange Leitung hat. Mir gefehlt. Beleuchtung mit Fernsteuerung. Wenn das im Badezimmer auch so ist mit dem Strom. Da, hab ich Wasser geknipst? Wenn ich sag Strom, meine ich nicht Niagara. Das hat man nötig. Nass von oben bis unten. Sehe ich aus wie ein Nassforscher? Da schau, wie das trippt. Bin ich ein Triptychon? Ja.
Wirst du wohl leiser wischen? Du wischt mir ja das ganze Muster weg, wo das Linoleum so teuer war. 3,80 der laufende Meter von der Rolle. Bist du ein laufender Meter? Und wenn ich sage Rolle, musst du dich gleich rollen? Ein anständiges Linoleum legt sich platt wie eine Flunder. Markiert dich den Rollmops. Tja, aber was regt man sich auf? Wie sagt der Dichter? Immer mit der Ruhe und der Guten auch verflixt. Der Wasserhahn ist größenwahnsinnig geworden. Er hält sich für einen Gashahn. Jetzt fehlt nur noch, dass der Küchenherr glaubt, er ist ein Springbrunnen. So, was habe ich gesagt? Ist das eine Villa oder ein Spukschloss? Das Klavier soll ich schieben? Nun bin ich ein Schieber? Gut, aber ein Klavierschieber bin ich auf keinen Fall. Schwer ist so ein Instrument. Jetzt weiß man erst, was der Rubinstein leistet. Na, was sagt ihr zu dem Klimperkasten, der verrückt ist? Drüben gefällt es ihm doch besser. Draußen kommt inzwischen die neugierige Verwandtschaft an. Und drinnen merkt man langsam, dass der Fußboden nicht eben ist. Was heißt eben? Eben war er noch eben. Wird man ihn wiegen mit der Wasserwaage? Na und? Der Turm in Pisa ist auch nicht gerade. Und da zahlt man noch Eintritt. Die Verwandtschaft hat inzwischen Hunger gekriegt. Aufmachen, wir wollen bei euch Kaffee trinken. Wenn ihr uns nicht reinlasst, gibt es ein Blutbad. Gute Idee. Ich kann auch mal wieder baden. Sitzt die Verwandtschaft und wartet auf Abfütterung. Und oben sitzt der Papa und beseift sich. Beim Bäcker war Sommerschlussverkauf und deshalb ist die Torte ein bisschen trocken. Aber man kann sie ja befeuchten. Der schmeckt ja nach Fichtennadeln. Auch der Kaffee ist eine bohnenlose Frechheit. Habt ihr den im Wasserbad gewärmt? Wasserbad stimmt. Papa in der Badewanne kann nun kein Wässerchen mehr trüben. Dafür sind die Gäste mit allen Wassern gewaschen. Gut, mein Sohn, ein braves Kind lässt nichts auf dem Teller liegen. Mutter will die Schotten dicht machen. Aber Schiebetüren sind auch nicht mehr das, was sie waren. So ein Familientreffen hat immer etwas Gemütliches. Onkel Otto wirft Onkel Eduard vor, dass er seinen Sohn nicht gut erzogen hat. Das nimmst du sofort zurück. Mein Sohn ist vielleicht besser erzogen als deiner. Und bei deinem ist es höchste Zeit, dass man mal ein bisschen nachhilft. Wie kommst du dazu, meinen Sohn zu verdreschen? Mein Sohn ist eine friedliche Natur, das hat er von mir. Mensch, du lässt dich von meinem Ollen verbimsen? Das lass mal nicht meine Mutter sehen. Ottilie, ich warne dich. Wenn ich nicht eine Dame wäre, würde ich dir jetzt einen in die Schnauze schlagen. Und so werden wir leider nie erfahren, wer seinen Sohn besser erzogen hat. Seid ihr verrückt? Ich bin frisch gebadet. Und lasst das Telefon stehen, nicht mit dem Telefon schmeißen. Wenn wir die Post ärgern, wird sie noch langsamer. Lass den Stuhl stehen, der ist die Bremse fürs Klavier. Kann nichts passieren, das Klavier hat Vorfahrt. Von der Vorfahrt zum Zebrastreifen ist wieder nur ein Schritt. Laurel und Hardy sind gerade aus dem Gefängnis ausgerückt. Das Essen hat nachgelassen. Auch die Bedienung war nicht mehr gut. Sie haben sich mit zwei Spießgesellen verabredet, damit sie wieder zu ihren Zivilanzügen kommen.
Hier habt ihr die Klamotten, sagt Geldschrank Pauli. Nur bei Dalli. Raus mit den Staatskleidern, das Muster ist zu aufdringlich. Und an dieser Stelle muss man mal ein ernstes Wort an die Autokonstrukteure richten. Auf den Rücksitzen von Privatwagen ist es mit größten Schwierigkeiten verbunden, eine Hose anzuziehen. Und in diese Situation kann schließlich jeder einmal kommen. Wenn nun obendrein aus triftigen Gründen die Geschwindigkeit des Fahrzeugs beschleunigt werden muss, ist der Wechsel von Garderobe nahezu unmöglich. Na Gott sei Dank, nochmal gut gegangen. Bei diesem Modell, Herr Müller, ist die Hupe synchronisiert und die Kerzen brennen im Auspuff. Komm, die Luft ist rein. Laurens Hose ist viel zu weit. Und Hardy kriegt seine kaum zu. Wir haben die verkehrten an. Wir müssen sie tauschen. Aber das ist gar nicht so einfach. Auf dem Hof eines Fischgeschäfts. Na, Fischers Fritze hat heute nicht die frischesten Fische gefangen. Schämst du dich nicht, kleiner Fisch, und stinkst schon so? Hier wollen sie ihre Hosen tauschen. Auch ein kleiner Taschenkrebs möchte tauschen mit seiner Umgebung. Das geht in die Hose, du kleine Krabbe. Der Taschenkrebs wird zum Hosentaschenkrebs. Krebs wird munter. Ich glaube, ich habe einen Stich. Autsch! Es geht schon wieder los. Er hat nämlich einen Stich. Da!